Willkommen zurück in unserer kleinen Kolonie. So, wir warten immer noch darauf, dass hier oben fertig ausgebaut wird. Oh lala, die sind aber schnell hier. Da muss ja jetzt schon was durchlaufen. Wo ist... Aha, da kommt die erste Gaslieferung. Okay. Was ist hier das Problem? Kein Eingang, ist ja okay, aber es sollte ja eigentlich ausgelagert werden. Also einfach hier rauslagern. Da kommt gar nichts raus. Ist hier. Ist aber schon alles gesetzt, ne? Oh, hier vorne sehen wir eine Gasleitung, die kaputt geht. Was ist dein Problem hier vorne? Temperatur vielleicht? Ah, wisst ihr, was da hier das Problem ist? Das Problem ist, dass hier Chlor durchläuft. Momentan. Und das Chlor verflüssigt sich. Und soweit ich weiß, ist, wenn sich der Zustand ändert von flüssig auf Gas oder von Gas auf flüssig in einem Rohrsystem, dann geht das kaputt hier. Das heißt, was wir machen müssen, ist eigentlich, wir müssen hier eine isolierte Gasleitung hochlegen in dieses Biom. Und am besten aus Sandstein. In der Hoffnung, dass uns hier nicht die Rohre platzen. Dass uns hier nicht die Rohre platzen, wenn sie hier durch dieses kalte Biom durchlaufen. Das ist der Punkt. Und offenbar ist das auch dieses Chlor, das jetzt hier gerade runterläuft. Ich bin aber jetzt am Überlegen, wieso hier nichts rauskommt. Bin ich denn doof? Kein Gaseingang. Wieso? Ich brauche ja keinen Gaseingang. Ich brauche nur einen Ausgang. Ne? Ich brauche ja nur einen Ausgang, liebe Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich stehe momentan auf dem Gasrohr. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich stehe momentan auf dem Gasrohr und ich weiß nicht, wieso das hier nicht... Hat ja auch nichts mit den Werten zu tun jetzt hier, oder? Nee. Das hat ja auch nichts mit den Werten zu tun. Kann ich die nicht in Reihe schalten vielleicht, so hintereinander, dass das Problem ist? Mal wieder. Wir schließen mal nur den ersten an. Seltsam. Es ist eine Gasleitung. Es ist ein Gastank. What's your problem, Mr. Gastank? Ihr wisst das natürlich schon wieder. Bin ich mir ziemlich sicher, wieso das nicht klappt. Aber ich habe ja auch schon mit Gastanks gearbeitet. Und da hat das ohne Probleme funktioniert auch, ne? Konnte ich wunderbar Gas abzapfen. Aber irgendwie habe ich das wohl damals anders gemacht. Ich bin echt überfragt aktuell. Ich lasse das mal so stehen jetzt hier, liebe Leute. Und wir werden für unsere Gasspeicherung dann irgendwo anders was nutzen müssen. Aber ich bin aktuell überfragt, wieso das nicht geht. Das müsst ihr mir einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich lasse das zu Demonstrationszwecken hier stehen. Ich könnte wahrscheinlich den Gascontainer einfach abbauen. Wäre überhaupt kein Problem. Aber das ist, ja. So, sind hier oben schon die Rohre getauscht worden? Noch nicht. Ist ganz wichtig, dass er die tauscht, Leute. Bevor ich jetzt hier unten aufmache, also die Verbindung herstelle, müsst ihr die Rohre noch tauschen. Gut, ansonsten wird hier unten noch schön beim Steinbrecher hier das Eisen fabriziert. Können wir denn aktuell schon die Station für die Schutzanzüge machen? Ja, wir können eine Schutzanzugschmiede machen. Die Frage ist nur, wo stellen wir die Schutzanzugschmiede hin? Im Grunde ist es wahrscheinlich egal. Vielleicht, dass wir mal hier unten so die Gerätschaften noch reinstellen. Die macht jetzt nicht viel an... Macht die viel an Hitze? Sehe ich momentan gar nichts, dass da irgendwas an Hitze generiert wird. Ja, wahrscheinlich ein bisschen, aber wir produzieren ja eh nicht so viel Schutzanzüge. Einfach ein paar Schutzanzüge, ne? Dann würde ich sagen, wir stecken das mal hier unten rein.
schließen das an und werden die ersten Anzüge produzieren. Und dann werden wir hier oben einplanen, dass wir hier einen entsprechenden Schutzanzugraum machen. Man geht quasi dann hier hoch, geht hier noch irgendwie rein und dann geht man erst hier oben raus. Das denke ich mal, so ungefähr werden wir das machen. Ist ein bisschen doof, weil ich muss jetzt hier quasi quer gehen und dann nochmal irgendwie rausgehen. Irgendwie so kriegen wir das aber schon hin. So, hier oben schon ein bisschen isoliert gebaut. Sehr gut. Ah, hier oben auch, ne? Sieht auch. Hier oben geht auch was kaputt. Es ist einfach zu kalt hier oben. Naja, das wird sich demnächst ändern, sobald dann unsere Rohrleitung hier durchläuft. da läuft schon was runter, aber das ist nur Chlor momentan. Aber das wird sich jetzt demnächst mal ändern, wenn wir hier die Heizung aufdrehen hier drin. So sieht's aus. Mit unserer Radiatorleitung. Bin sehr gespannt. So. Fleißige Bienchen. Sehr schön. Richtig fleißige Bienchen seid ihr alle. Wenn ihr hier oben fertig seid, dann machen wir unten die Schotten auf. Und unser Problem mit dem Kohlendioxid und auch ein bisschen Chlor und so weiter ist ein für alle Mal gelöst. Es gäbe ja sogar so eine Maschine, ne, die Kohlendioxid umwandelt. Ist mir aber ehrlich gesagt ein bisschen zu stressig. Ich finde diese Lösung hier immer am schönsten. Einfach schön alles rauspumpen. Keine Gedanken um das Ganze machen. Alles ist gut. So, ich mache mal einfach mal vorsorglich hier eine Schleuse hin. Keine Ahnung, ob die überhaupt was bringt. Hier oben. Aber dann ist es schon mal vom Vakuum hier abgetrennt. Was mir jetzt auffällt ist, wir müssten, denke ich mal, das hier noch alles wegmachen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir mit dem Kohlendioxid, wenn das hier rausgeht, das liegt jetzt hier, stapelt sich hier und läuft dann wieder zurück oder stapelt sich hier quasi hoch. Und wenn wir jetzt hier erstmal alles frei räumen, dann fällt das Kohlendioxid hier runter und läuft hier rüber. Und hier verschwindet es dann im Weltraum. Hier drüben. Ich glaube, hier kann es noch nicht raus. Also hier ist immer noch irgendwie so ein Hintergrund. Ich glaube, erst dort, wo der Hintergrund ist, verschwindet das Gas dann letztendlich. So, wir sind hier durch. Das heißt, wir können hier unten endlich die Rohre zusammenführen. Und wir können zugucken, wie hier wunderbar alles abtransportiert wird. Das ist ja fantastisch. Und gucken auch mal, wie jetzt die Rohre hier sich verhalten. Ob die jetzt irgendwie Probleme bekommen. Aber normalerweise mit den Oberflächendurchbruch ist ja okay jetzt, ne? Ja. Normalerweise sollte das mit den isolierten Rohren jetzt kein Problem mehr sein. Wir werden das im Auge behalten. Wie sieht es mit dem Keimen aus derzeit? Hier ist abgedichtet. Wir hatten ja noch so eine Fläche hier. Hier ist auch nochmal, genau. Also hier ist jetzt auch abgedichtet. Und jetzt könnten wir theoretisch diese Blöcke hier wegnehmen. Und dann mal schauen, ob wir vielleicht so eine entsprechende Rutschstange noch reinsetzen. Einmal fehlt hier noch die Stromverbindung hier hoch. So, wir gucken mal rein hier. Also jetzt ist hier der isolierte Bereich. Und mal schauen. Isolierte Gasleitung, wir haben jetzt hier 13 schnuckelige Grad drinnen. Momentan. Minus 2, ja, das ist okay. Und jetzt hier rauspumpen. Wird sogar noch flüssig jetzt hier draußen. Aber das sollte ja eigentlich dann hier rüberlaufen. Und wahrscheinlich auch sich verdünnisieren hier. So, hier raus. Es sieht tatsächlich so aus, ne? Also hier in dem Bereich bleibt es einfach noch. Und sobald es hier diesen Bereich erreicht, wird es quasi, verschwindet es einfach. So, hier vorne ist ganz viel Zeug. Aber die Leitungen sehen noch haltbar aus. Alles gut.
Freut mich sehr. Das heißt, hier unten wird es endlich mal ein bisschen sauberer. In dem Bereich hier. Und jetzt habe ich hier unten... Ich habe ja hier unten diesen Sensor reingesetzt, ne? Mit dem Druckteil hier. Und wenn wir jetzt hier einstellen, alles über... Über 800 Gramm zum Beispiel. Erst dann fängt er zu pumpen an. Dann wird auch erst der Sauerstoff, die Pumpe quasi eingeschaltet. Ich sehe aber hier, ist halt echt wenig, ne? Irgendwie kommt da auch kein Druck zusammen, habe ich das Gefühl. Also ich würde das jetzt einfach mal so auf... Ich würde das jetzt erstmal auf 0 lassen. So auf 1000 Gramm oder so komme ich ja hier überhaupt nicht. Denke ich mal. Wir hauen einfach hier unten alles raus. Und wir haben jetzt hier unten eine wunderbare Kohlendioxidschicht. Wenn ich das richtig sehe. Einmal nochmal pflanzen. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass jetzt endlich diese Leitung läuft. Über das bin ich noch nicht so glücklich, dass das noch nicht läuft. Aber da gucken wir mal an, was das liegen könnte. Gut, nächster Plan ist jetzt hier endlich mal die Sauerstoffproduktion. Hier oben einfach mal hier die Leitung reinsetzen, liebe Leute. Der Keuchwurz, der bleibt. Und ja, ich könnte natürlich den Keuchwurz auch abbauen und hier unten anpflanzen oder so. Dann müsste ich nicht den Umweg hier hochgehen. Aber ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe. Dann muss ich den natürlich auch immer, ich glaube, mit Phosphor oder so versorgen. Und soweit ich weiß, wenn er hier quasi bleibt, wo er ursprünglich gewachsen ist, dann muss man den auch nicht versorgen. So, wie sieht's aus mit der Hitze hier? Also, sieht schon ganz gut aus jetzt hier mit der Hitze, ne? Dass wir die einigermaßen abdecken können. So, ach so, ihr könnt jetzt hier nicht rein, das ist das Problem. Wir müssen hier noch abbauen. Ist ganz wichtig, damit ihr hier weiterbauen könnt, liebe Leute. Gut, hat hier drüben noch irgendjemand was ausgegraben? Ach, die sind hier schon hochgehüpft. Wir müssen die Treppe gar nicht bauen. Die haben hier schon angefangen auszugraben. Das heißt, wir gucken mal, ob ich hier irgendwo was sehe, was hier nach Nullifier aussieht. Kann ich das vielleicht über die Temperatur erkennen? Ich glaube nicht, dass der auf Neutrium steht. Na gut, wir werden einfach mal hochbauen. Und mal gucken, ob wir hier was entdecken. Wir gehen... Ich will hier nicht durch das Abasalit wieder durchgehen. Das heißt, wir gehen einfach mal hier vorne hoch. Das wird eine kalte Angelegenheit hier. Also es wäre wahrscheinlich gar nicht mal schlecht, wenn wir hier auch irgendwo die Sauerstoffanzüge noch reinsetzen würden. Haben wir hier unten die Maschine schon? Perfekto. Ich mache mal ein bisschen langsamer, damit wir hier nicht alles auf einmal haben. Atemschutzanzug aus Eisen ist möglich. Habe ich denn eine Möglichkeit, noch was anderes zu machen? Gold, Kupfer. Kupfer haben wir aktuell 10 Tonnen. Das heißt, ich werde mal hier auch so... Ja komm, wir machen mal so 20 Stück. Einfach als Puffer. Wolfram lassen wir mal. Das hört sich relativ wertvoll an. Und dann machen wir hier so einen Atemschutzanzug. Leicht, dass wir mal so... Also 3 Stück eventuell. Oh, Verbrühung. Was? Ah, jetzt wird es hier oben natürlich warm, ne? Hier drin ist es relativ warm, da müssen wir aufpassen. Auf euch. Aber ihr müsst jetzt da leider durch. Es wird hier unten wahrscheinlich noch wärmer. Ich weiß, aber es ist ja relativ warm hier, ne? Da kannst du dich wieder ein bisschen erholen. Es wäre wahrscheinlich sogar besser, wenn wir wirklich zuerst die Anzüge bauen würden. Die Station bauen würden. Und wir brauchen für den Schutzanzug Kontrollstelle 100 Kilo und ein Dock auch 100 Kilo. Das heißt, wir brauchen 100, 200, 300, 400,
würde fast sagen, ja, 400 Kilo, würde ich mal sagen. Ah, die Arme, ne? Die müssen jetzt dann auf die Krankenstation. Der arme Gräber Otto hier, der muss es aktuell aushalten. ich werde ihn mal auf die Krankenstation beordern hier. Der ist schon ganz schön angeschlagen mittlerweile. So, wir machen mal hier. Da können wir da drüben mal auf 80. Was ich noch nicht herausgefunden habe, ist, dass die Leute automatisch in die Krankenstation gehen. Ich weiß nicht, ob das geht, aber ich muss immer selber zuweisen. Und das heißt natürlich, ich muss von jedem Duplikanten immer die Lebensleiste irgendwie im Blick behalten. Was ein bisschen umständlich ist, man könnte meinen, wenn die so verletzt sind, dass quasi eine bestimmte Schwelle erreicht ist, dann wäre es ganz gut, wenn die sich dann automatisch hier reinlegen und hoffentlich dann auch behandelt werden. Vom Tuestar vielleicht. Oder vom Baumeister Otto. Moment, der Baumeister Otto benutzt das Krankenbett jetzt und behandelt den Gräber Otto? Und der Forscher und Mediziner steht hier daneben und produziert noch Sachen. Na gut. Da wäre es halt vielleicht doch ganz gut. Jetzt hat sich hier der Gräber Otto hat sich wieder reingelegt. Da wäre es halt vielleicht gut, wenn wir hier... Kann ich denn hier vielleicht die Priorität auf 6 stellen? Dass wir die bei den Betten so einstellen. Und dass dann vielleicht sich Tios da mal dazu bequemt, sich um den Otto zu kümmern. Ich weiß nicht, was... Jetzt kommt der Künstler auch noch. Jetzt kümmert sich auch noch der Künstler um den Verletzten. Und unser Doktor, dem ist das offenbar zu primitiv, sich hier um das Ganze zu kümmern. Habe ich das Gefühl. Ich habe auch das Gefühl, dass der Otto nicht vorwärts kommt. Momentan. Also, dass der nicht wirklich geheilt wird. Na gut, wir gehen nochmal rein. Eine Blaupause. Dünger wäre gar nicht schlecht hier, weil wir den momentan nicht produzieren. Wir haben hier einen Wissenschaftler. Athletik und Kochkunst, Kreativität und Stärke. Also Dünger wäre wirklich nicht schlecht, aber auch die May oder der May wäre nicht schlecht, dass wir dich nochmal irgendwie in die entsprechende Ausgrabe- oder Baufraktion stecken. Wir machen noch einmal hier, wir holen uns den Dünger. So, jetzt bin ich aber sehr gespannt. 62 Punkte hat er jetzt hier. 63. Es geht sehr langsam vorwärts hier. Meine Güte, der 64. Das dauert ja ewig, bis der geheilt wird hier. Das dauert ja wirklich ewig. Na gut, dann können wir uns in der Zwischenzeit der Schutzanzugstelle widmen. Also, wir müssen jetzt hier das ein bisschen organisieren, weil das so komisch offen ist. Das heißt, wir müssen eigentlich dann hier oben zumachen und hier dann den Ausgang machen. Also, die Leute kommen von hier oben raus und die werden dann wahrscheinlich nicht hier weitergehen, sondern die müssen dann hier nach links rüber, müssen hier die Anzüge anziehen, gehen dann weiter und müssen dann hoch und dann wieder zurück. Ist ein bisschen umständlich, aber dadurch, dass das jetzt hier halt vertikal geht und ich die Anzüge hier nicht vertikal setzen kann, müssen wir das halt so machen, dass wir quasi das hier so reinsetzen. Wir bekommen aktuell Sauerstoff dann von oben runter. Das heißt, wir müssen hier auch abzwacken. Und dementsprechend hier rüber filtern. Auf der Ebene. Wir werden von hier oben gleich mal abzwacken, damit die Sauerstoffanzüge auch gleich hier schön befüllt bleiben. Und der Rest geht dann nach unten in die Kolonie. Ich überlege gerade, es macht auf alle Fälle Sinn, nach links auszuweichen, weil hier ist ja wieder der ganze Schleimbatzen. Das heißt, wir gehen hier rein, setzen das hier her, haben dann Platz für 1, 2, 3. Das reicht vollkommen. Und wir müssten hier noch ein bisschen zumachen. Entweder wir machen hier eine Tür, damit das hier nicht so auskeimt. Dann kann uns das hier wurscht sein. Wir machen mal eine provisorische Tür hier rein.
Und was wir dann brauchen, ist, wir müssen hier oben zumachen. Und hier oben darf es ruhig auch warm bleiben, deswegen werde ich auch die isolierten Ziegel nicht verschieben. Aber was wir hier oben brauchen, ist quasi sowas hier. So eine Abgrenzung. Das heißt, auch die Treppe kann weg. Die brauchen wir nicht mehr. Und stattdessen kommt die Treppe dann hier außen hoch. Bisschen umständlich, ich weiß. Aber so machen wir das jetzt. Und dann kann nämlich das hier weg, diese manuelle Luftschleuse. Und da können wir ja auch die Rutschstange noch ein bisschen höher setzen. Da könnt ihr wieder runterrutschen. Gerne wieder in die Kommentare, wenn ihr dazu irgendwie einen besseren Vorschlag habt, wie ich das horizontal jetzt hier so unterbringen kann. Aber das würde ich jetzt so machen. Theoretisch könnte man natürlich auch von hier gleich hier rüber graben. Dann würden wir uns den Weg hier hochsparen. Könnten das hier noch mitnehmen. Und wäre ja egal, ob da ein bisschen so Schleim ist oder so. Das heißt, wir machen mal das hier weg. Und graben uns dann hier oben durch. Aber erst, sobald dann hier alles installiert ist. Wir brauchen natürlich dann. Oh, das ist wichtig. Diese Leitung hier runter hat ja Sauerstoff und Wasserstoff. Das heißt, ich muss jetzt hier doch dann mit Filter arbeiten. Weil ich ja rein mit dem Rohrgasdetektor nicht ableiten kann, oder? Ja, Moment, kann ich nicht mit dem automatischen Gasventil dann arbeiten? So wie ich es gelernt habe? Sollte ich dieses Wissen nicht gleich mitnehmen, liebe Leute? Das Problem ist, ja, es würde sich dann zurückstauen. Es würde erstmal sämtlicher Sauerstoff hier reingehen in die Anzüge. Und erst wenn die Anzüge voll sind, dann würde. Okay, wir probieren das mal so, wie ich das gelernt habe, liebe Leute. Wir bauen hier einen Rohrgasdetektor. Ich bin sehr gespannt. Der Rohrgasdetektor geht in ein automatisches Gasventil. Habe ich das missverstanden? Muss ich das so machen? Ich muss den Rohrgasdetektor eins weiter oben setzen. Der Rohrgasdetektor kommt hier rein. Das automatische Gasventil kommt hier rein. Sobald hier oben Sauerstoff detektiert wird, wird hier aufgemacht. Das geht weiter und wird dann hier drüben eingeleitet. So, mal gucken. Wir lassen uns überraschen, ob das, was ich hier mir angeguckt habe, ob das auch richtig umgesetzt wird jetzt. Bin sehr gespannt. Oh Mann. So, wird noch was hochgepumpt aktuell? Jawohl, es wird immer noch Sachen hochgepumpt. Perfekt. Es darf halt nicht zu viel hochgepumpt werden, ne? Was haben wir denn hier? Hier ist der Luftdruck jetzt zu wenig. Das heißt, liebe Leute, wir müssen vielleicht doch jetzt hier mit dem Sensor arbeiten. Wenn wir mal ins Overlay gehen, jetzt ist hier Sauerstoff, ne? Man sieht schon, Kohlendioxid ist Mangelware aktuell. Wer hätte denn das gedacht hier, dass Kohlendioxid Mangelware ist? Also ich nicht, aber es ist so. Hier oben ist auch noch Kohlendioxid. Dass das nicht hier rüberläuft, ist ein bisschen seltsam, oder? Weil eigentlich müsste das durch die Tür durch, genauso hier vorne, sollte eigentlich hier rüberlaufen. Naja, naja. Okay. Das heißt, ich stelle jetzt mal den hier ein, diesen Sensor, weil dann, ne, die Kästchen sind alle sehr klein. Das heißt, wir stellen jetzt mal ein auf. Ja, wenn ich auf 1000 einstelle, dann kommt halt immer ein Batzen. Ich würde es erstmal ein bisschen kleiner halten, ne? Ich würde es erstmal ein bisschen kleiner halten. Dass wir hier sagen, wir probieren mal mit 100 zu arbeiten. Ich habe gesagt, wir probieren mit 100 zu arbeiten. Dankeschön. Und jetzt gucken wir mal, wie sich hoffentlich dann hier ein bisschen Druck aufbaut. Dann müsste das hier unten auch wieder passen. Naja, das hier war ja eigentlich temporär gedacht, hier unten. Vielleicht, dass wir irgendwo dann Kohlendioxid noch machen. Na gut, oh, hier Massenduschen, sehr schön.
Vorne, der Gräber Otto ist leicht verletzt jetzt, aber ist schon wieder hier raus. Ich würde ja fast sagen, dass wir hier mal auf 90 gehen und den Gräber Otto wieder einweisen, weil der muss definitiv... Oh, wisst ihr, was wir machen müssen? Wir müssen die Prioritäten beim Q-Star hochsetzen, oder? Doktortätigkeit, ja. Ich glaube, ich habe das nicht gesetzt, damit der Q-Star nicht ständig hier an der Apotheke hier rumhängt. Aber theoretisch kann der Q-Star das. Aber wenn er forschen soll, dann hängt er hier in der Apotheke und forscht nicht. Momentan ist es ja egal. Aber er kümmert sich jetzt hier um den Gräber Otto. Vielleicht, dass wir das Gebäude auch einfach mal deaktivieren, aber lieber zu viel Tabletten wie zu wenig, sage ich da nur. So, die Zeit ist schon wieder vorbei. Aufräumer Bubbles, wir vergeben noch schnell die Punkte. Schutzanzugtraining aktuell wäre vielleicht gar nicht mal schlecht. Der Bubbles hat ein bisschen Puffer, das ist okay. Dann Mima ein bisschen mehr tragen oder graben. Wir machen mal schweres Graben. Dann bei dir Baumeister. Er hat denn hier Baumeister geschrieben? Das ist ja, also das ist ja sehr seltsam hier. Verbessertes Tragen. Der Baumeister Basler. Finde ich den Baumeister Basler irgendwo jetzt? Baumeister Basler, bitte zum Oberinspekteur kommen. Baumeister Basler, da ist der Baumeister Basler. So, ich bin sehr gespannt. Also die Kontrollstelle steht schon mal da. Jetzt fehlt noch hier das Zeug hier oben. 50 Kupfer fehlt hier noch. Und das wird momentan auch hier produziert, genau. Dann der Otto, dem geht's fast wieder gut jetzt aktuell. Und ich mache wieder Pause, weil ich sonst hier weiterspiele und einfach nicht mehr aufhören kann. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann hoffe ich mal, dass wir die Station hinbekommen. Dass wir hier oben dann mit unseren neuen Schutzanzügen ohne Verletzung hier reingehen können. Und dass hier auch noch die was unerreichbare Baustelle. Das ist seltsam, dass die unerreichbar ist, weil eigentlich können die doch hier hochklettern. Ah, ist hier irgendwas kaputt gegangen, aber die können doch hier hoch. Können doch hier rüber. Können eigentlich hier rüber springen. Also so unerreichbar ist das doch gar nicht. Na gut, jetzt habe ich wieder die Pause gedrückt. Wir sehen uns in der nächsten Folge, liebe Leute. Ich freue mich sehr.